Hallo, heute geht es um die Quecksilberdampfgleichrichterröhre RGQZ 1,4-04. Diese Röhre wurde ungefähr 1938 entwickelt für sogenannte Kraftverstärker und Kleinsender. Als kleiner Spoiler, die Röhre hat keine Emissionen mehr. Insofern wird das Video heute etwas kurz. Kommen wir jetzt erstmal zum Datenblatt. Ich habe für diese Röhre leider nur das Kurzdatenblatt, und zwar die Typenbezeichnung RGQZ heißt Rohr, Gleichrichterröhre, Quecksilber, Zweiweg. 1,4 steht in diesem Fall für die maximale Sperrspannung in Kilovolt und 0,4 heißt in diesem Fall der Anodenstrom in Ampere. Die Röhre wird mit 2,5 Volt geheizt, benötigt 3,2 Ampere Heizstrom, verfügt über eine direkt geheizte Oxidkathode und benötigt eine Ab-Anheizzeit von ca. 15 Sekunden. Die Anheizzeit ist bei Quecksilberröhren deshalb wichtig, weil verhindert werden soll, dass es zu einem Überdruck kommt, weil das Quecksilber schlagartig verdampft und somit die Röhre von innen halt aufgesprengt wird. Deshalb haben Quecksilberdampfröhren immer eine längere Heizzeit, um sicherzustellen, dass das Quecksilber verdampft ist, bevor die Anodenspannung angelegt wird. Das kann bei größeren Röhren auch deshalb schon durchaus im Minutenbereich liegen, beziehungsweise nach längerer Lagerung auch teilweise eine Dreiviertelstunde. Jetzt kommen wir mal zu den Bildern. Meine Variante ist schon sehr stark benutzt. Man sieht den Belag des Quecksilbers im Innern der Röhre sowie Teile des Getters. Die Röhre ist eine Zweiweg-Gleichrichterröhre und somit sehr ähnlich aufgebaut wie die bekannte RGN 1064. Das hier ist eine Detailaufnahme der Typenbezeichnung. Das ist eine Seitenansicht der Anode, einer der Anodenblätter. Hier sind die Glasperlen, die das System halten. Hier ist die Isolation vom Quetschfuß. Und das sehen wir später im Detail. Die punktgeschweißten Kathoden. Hier ist der Quetschfuß mit der Durchführung. Hier sind die Anoden noch mal etwas im Detail zu sehen. Das hier ist der Halter des Quecksilbers. Das ist ein kleines Röhrchen, das wird mit Quecksilber gefüllt und wie das Getter dann mit Hilfe eines Induktionsfeldes erhitzt. Damit entfernt sich, also verdampft das Quecksilber und ist damit im Kolben. Das hier ist die normale reguläre Getterpfanne.
Hier ist ein Detail der Quecksilberhalterung. Hier sind die Kathoden. Das ist der Halter des Systems. Hier nochmal eine Detailaufnahme des Quecksilberhalters. Hier war das Quecksilber drin. Das ist noch ein Teil des Quetschfußes. Hier ist der Pumpstutzen. Hier ist der Quecksilberhalter. Das ist ein Versuch einer Detailaufnahme der Glasperle, die das System hält. Der obere Teil der Röhre ist relativ schwer zu fotografieren, weil halt durch den Belag des Kolbens. Hier ist die andere Seite. Also von der anderen Seite. Hier ist der Getterhalter. Hier ist der Quecksilberhalter. Der Quetschfuß. Hier ist der Pumpstutzen. Hier kann man jetzt die Anheftung der Kathode sehen. Die wurden, wie gesagt, punktgeschweißt. Tröd, tröd. Genauso sieht man hier auch leichte Quecksilberanhaftungen auf dem Glaskolben von innen. Nochmal Versuch, den Quetschfuß zu fotografieren. Das ist jetzt eine Detailaufnahme einer Kathode. Hier sind die beiden punktgeschweißten Enden. Hier ist der Anodenzylinder. Von einer anderen Perspektive. Hier ist der Quecksilberhalter. Hier sind die Anodenbleche mit den Kathoden. Das ist das Ganze von unten. Nochmal ein Detail des Quecksilberhalters. Ein Blick ins untere Ende des Quetschfußes. Man sieht hier noch einige Quecksilberkügelchen. Hier sind noch einige Quecksilberkugeln. Und zum Schluss die Röhre aufgeheizt. Aber wie gesagt, da keine Emission vorhanden ist, zündet auch das Quecksilber nicht. Insofern war das das einzigste Bild im Betrieb der Röhre. So, kommen wir jetzt mal zum zweiten Teil, der für mich den ersten Teil war, weil ich zuerst den Test am Neuberger gemacht habe, in der Hoffnung, einige schöne Bilder in Betrieb zu bekommen mit leuchtendem Quecksilber. Also, bis gleich. 11.39 Uhr und 50 Sekunden am 16.06.2024. So, wir kommen jetzt zur Prüfung der besagten Gleichrichterröhre, Quecksilberdampf-Gleichrichterröhre. Und ja, fangen wir mal an mit der Konfiguration vom Neuberger. Es ist wie gesagt eine Europaröhre mit 4 Stiften, das heißt die Heizung ist auf 1 und auf 3. Die beiden Anoden sind Stift Nummer 2 und Stift Nummer 4.
Den Neuberger schalten wir in den Modus G wie Gleichrichter mit 7,5 Kiloohm Lastwiderstand. So, wir starten mit der Heizspannung. Ups. Die Röhre ist mit 2,5 Volt spezifiziert bei 3,2 Ampere. Darum gehe ich jetzt davon aus, dass der 2,5 Volt Bereich nicht ausreicht, weil zu viel Strom, also die Spannung abfällt durch den hohen Strom. Die Anode stellen wir erst später ein. 0. Gut, dann gucken wir mal, ob die Heizung funktioniert. Ja, die Klimmlampe leuchtet, das heißt, die Heizung funktioniert. Und dann starte ich jetzt, wie gesagt, mal mit 2,5 Volt am linken Anschlag, also die geringste Spannung, weil das Problem bei Gleichrichterröhren ist halt, wenn die Heizspannung zu hoch ist, besteht die Gefahr, dass das Quecksilber schlagartig verdampft und somit der Innendruck in der Röhre zu hoch wird und somit die Röhre halt undicht wird. Sagen wir es mal vorsichtig so. So, wir haben 2,5, also 2 Volt eingestellt jetzt. Nicht ganz 1 Volt, 4 Volt Messbereich. Auf jeden Fall, die Röhre ist jetzt unkritisch und ich starte mit dem Aufheizen. Quecksilberdampfröhren neigen dazu, im Aufheizmoment innen einen hellgräulichen Dampf zu produzieren. Das ist das verdampfende Quecksilber. Das ist jetzt bei meiner Variante leider schwer zu sehen, weil die schon sehr stark gegettert ist, beziehungsweise schon ein paar Betriebsstunden hinter sich hat. Man sieht hier, wie gesagt, noch die Quecksilberkügelchen. Das ist der Halter für das Quecksilber. Also, das habe ich vorhin ja schon auf dem Bild gezeigt. Ich versuche jetzt ein bisschen zu labern und die Röhre halt langsam aufzuheizen. Ich versuche jetzt mal die 2,5 Volt zu erreichen. Komme aber nicht hin, weil wie gesagt der Spannungsabfall ist zu groß wegen der 3,2 Ampere Heizstrom. Das heißt, ich gehe jetzt hier wieder auf den niedrigsten Bereich und schalte oben auf den 4 Volt Bereich. Müsste jetzt die 2,5 Volt erreichen. Wie gesagt, der Quecksilberdampf ist in diesem Fall nicht stark ausgeprägt. Oder es kann auch sein, dass die Röhre schon ausgelutscht ist. Das ist natürlich auch möglich, weil ich weiß nicht, wie lange sie alt sie ist. Und ich habe kein Datenblatt, also kein ausführliches Datenblatt. Deshalb mache ich jetzt die Beschaltung der Anode ein bisschen Freestyle. Sagen wir mal 100 Volt. Oben die 200 Volt Skala. Die muss nicht exakt eingestellt werden. Fällt eh gleich ab. Jo, dann würde ich sagen, machen wir weiter mit dem Prüfen der Röhre. Es gibt keinen Kurzschluss. Jo, und dann Anode. Die Anode ist immer noch auf 100 Volt, aber in der Röhre rührt sich nichts.
fließt auch kein Strom. Und gehen wir mal ein bisschen höher in der Anodenspannung. Ich bin jetzt auf 150 Volt, 200 Volt. Es fließt immer noch kein Strom. Vielleicht ist der Schutzwiderstand etwas zu hoch gewählt. Ich reduziere mal auf 4 Kilo, 5 Kilo Ohm. Passiert auch nichts. Machen wir 2,5 Kilo Ohm. Passiert nichts. Die Röhre wird sichtlich heiß, also es heizt was. Jo. Dunkeln ist gut munkeln. Also man sieht, die Röhre ist heizt, also ist die Kathode glüht. Wenn auch der Fokus das nicht zur Potte kommt. Ja, das war dann wohl der Beweis, dass die Röhre ausgelutscht ist. Passend ist der Tütatar im Hintergrund. Jo, das Video war jetzt sehr kurz, leider. Der Tütatar. Gut, dann danke für die Aufmerksamkeit. Es ist jetzt 11.48 Uhr und Affe tot, Klappe zu. Bis zum nächsten Mal.